Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, mache ich mir mal wieder so eine Essens-Challenge. Und wie man den kleinen schwarzen Melo hier im Hintergrund sehen kann, da habe ich mir auch einen schwarzen Pullover angezogen. Und ich dachte mir, dann können wir mal eine Essens-Challenge machen, wo ich 24 Stunden nur schwarzes Essen essen muss. Das heißt, zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendbrot und ja, auch zwischendurch. Ich habe gerade mal so überlegt, also mir fällt tatsächlich nur Lakritz ein oder irgendwie, ja, schwarzer Kaffee. Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was es so an schwarzen Essen überhaupt gibt, außer vielleicht... Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Einkaufsladen und ja, gucken mal, was es da so an schwarzen Essen gibt. Bis gleich. So, kaum im Auto angekommen, habe ich auch schon das erste Schwarze gefunden, was ich essen kann. Ich drehe mal kurz die um. Zack. Und zwar diese Bonbons hier. Türkisch Pfeffer. Schwarz. Wo sind wir? Hier. Die werde ich jetzt erstmal gleich essen. Als kleinen Snack. Wenn dann mal eins herauskommt. So, ich bin mal gespannt, was ich so finden werde. Also so an Obst habe ich jetzt gar nichts gesehen. Hier ist irgendwie alles rot. Obwohl, die Aubergine ist ja so, ist ja eigentlich schon recht schwarz, oder? Ich würde sagen, das geht durch. Die nehme ich schon mal mit. Dann haben wir schon mal die erste schwarze Sache. Das kann ich zum Beispiel zum Mittag essen. Mit was weiß ich allerdings noch nicht. Okay. Das sieht hier schlecht aus. Jetzt gucke ich hier gerade beim Brot. Ja, eigentlich ja Schwarzbrot, ne? Aber das ist ja eigentlich eher braun. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt... Oder hier dieses übelste Pumpernickel. Oh, ii. Ja, ich glaube davon, oder das hier. Oh, ekelhaft, aber ich glaube davon nehme ich eins mit. Gut, dann haben wir schon mal zwei Sachen. Ich bin jetzt hier schon durch den halben Laden und ich habe tatsächlich nichts weiteres Schwarzes mehr gefunden. Mit Trinken. Da nehme ich einfach eine Cola. Aber da wollte ich eigentlich eine Zero-Cola. Okay, da haben wir eine. Ah ne, das ist eine Cola Light. Wo ist denn die Zero-Cola? Ach, da ist sie doch. Genau, die ist ja nun definitiv schwarz. Mal gucken, was es hier noch gibt. Ja, sonst wäre da noch eine Afri-Cola. Nein, ich bleib dabei. Ich nehme die Cola, die Zero-Cola. Ich bin jetzt hier bei den Süßigkeiten. Bei der Schokolade habe ich das hier gefunden. Die ist definitiv schwarz. Schwarze Herrenschokolade. Die wird bestimmt richtig eklig sein. Aber egal. Die nehme ich jetzt mit. Und dann, ja, Lakritz auf jeden Fall. Oh, Katzenfüßchen, die schmecken so lecker. Die sind auf jeden Fall auch schwarz. Was haben wir hier noch Schwarzes, was einigermaßen geht? Okay. Ich nehme diese Haribo-Lakritz-Schnecken. So. Gut. Jetzt habe ich erstmal ein paar Sachen. Noch eine gute Idee. Diese Beeren. Heidelbeeren sind ja eher blau, aber dieser Beerenmix, hier sind auch so Brombeeren drin. Die sind auf jeden Fall schwarz. Die sammle ich mir dann einfach raus. Perfekt. Ja, das sieht doch schon gut aus. Sind wir wieder zu Hause angekommen. Wollen wir mal gucken, was wir hier alles gefunden haben. Also einmal habe ich die Beeren hier. Dann nehme ich natürlich nur die dunklen Brombeeren. Die sind ja schwarz.
Das Spaß. Das ist richtig eklig, dieses Pumpernickelbrot. Ich habe es früher schon immer gehasst, aber egal, ich werde es schon irgendwie runterkriegen. Dann bin ich mal gespannt auf diese schwarze Herrenschokolade. Aber ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie besonders schmeckt, weil ich liebe eigentlich weiße Schokolade. Was auch richtig eklig sein wird, ist diese Aubergine. Aubergine finde ich so übelst eklig. Aber die ist wirklich... man sagt ja nicht, die ist so dunkel lila oder irgendwie... Ich finde, die ist eigentlich schwarz. Ich finde, die sieht aus wie mein Pullover. Muss ich auch mal gucken, wie ich die nachher dann esse. Dann die Cola. Auch schwarz. So ein bisschen was habe ich... Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so viel zusammen... Was heißt viel, aber... Dass ich halt noch sowas zusammenbekomme. Dann natürlich hier die Katzenpfötchen und die Lakritzschnecken. Noch eine Cola doch dann noch, oder nicht? Nö. So Leute, mein Frühstück sieht jetzt wie folgt aus. Eine Scheibe schwarzen Pumpernickel. Mir wird jetzt schon schlecht. Sehr gesund zum Frühstück eine Cola. Und ich habe mir tatsächlich alle dunklen oder schwarzen Beeren rausgesucht, so gut es ging. Ich glaube, damit fange ich einfach mal an. Richtig sauer. Aber die sind auf jeden Fall schwarz. Das Schlimmste wird für mich jetzt gleich sein, diesen Pumpernickel zu essen. Oh. Auf die Plätze. Fertig. Mist, das sieht jetzt gar nicht mehr so schwarz aus. Aber egal. Ich finde das... Boah. Ist das eklig. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch freiwillig Pumpernickel kauft und auch isst. Und das zufälligerweise auch noch mag. Also ich kann es nicht verstehen. Das schmeckt so übel. Besseres Frühstück in Schwarz kann man sich definitiv nicht vorstellen. Das Beste am Frühstück ist die Cola. Und na gut, die Beeren gehen auch noch. Ich frage mich, wie ich das nachher mit dem Mittagessen machen soll. Ich habe noch eine Aubergine. Aber ich bin gespannt auf diese schwarze Herren... Ich muss wirklich sagen, ich bin echt gespannt auf diese schwarze Herrenschokolade. Ob die schmeckt? Gucken wir mal. So, ich werde jetzt mal mein leckeres Frühstück aufessen. Und dann sehen wir uns später wieder, beziehungsweise zwischendurch, wenn ich meine schwarzen Snacks esse. Bis später. Ich habe es mir mal ein bisschen gemütlich gemacht auf dem Sofa und bin so gespannt auf diese schwarze Herrenschokolade. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Okay. Also das soll auf jeden Fall ganz schön viel Kakaoanteile haben. Habe ich vorhin irgendwo gelesen. 60% Kakao. Wollen wir mal sehen. Das ist gar nicht mal so übel. Also ich würde sie mir nicht freiwillig kaufen, sagen wir es mal so. Aber man sagt doch immer, dass schwarze Schokolade oder dunkle Schokolade halt gesünder sein soll. Naja. Heute für meine Challenge nehme ich das mal in Kauf. Aber wie gesagt, freiwillig würde ich die, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ja, mal gucken, was die noch haben. Meine Lakritz habe ich noch. Milo! Milo, du darfst auch mit ins Bild. Du bist auch schwarz. Komm mal her. Milo, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Er möchte nicht. Chili? Möchtest du? Chili darf nicht. Okay, ich sag dann erstmal Prost. Und, sie kommt doch nicht. Wir sehen uns nachher beim Mittagessen. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll mit der Zucchini? Aubergine. Ich habe tierisch Hunger und mache mir jetzt die Aubergine zum Mittagessen. Nur nochmal als Beweis, sie war schwarz oder sie ist eigentlich schwarz. Oder so gut wie schwarz. Ich habe sie allerdings jetzt aufgeschnitten und jetzt sieht es natürlich so aus. Aber ich trotzdem, das gilt. Also was anderes gibt es teilweise wirklich nicht. Also was heißt teilweise? Gibt es nicht. Ich nehme noch ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu als Ausgleich, damit das auch noch mal ein bisschen dunkler wird. Und ja, also ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das wird richtig eklig schmecken.
Aber was bleibt mir anderes übrig? Leute, das Mittagessen, das riecht jetzt schon so übelst ekelhaft. Ich habe mir da jetzt sogar noch Pumpernickel drüber gemacht, damit es noch dunkler wird. Also ich glaube, das ist das ekligste Mittagessen, was ich jemals gegessen habe. Aber ich werde es mir schmecken lassen. Ich werde es mir schmecken lassen. Oh mein Gott. Probiert das mal aus. Aubergine gebraten mit Pumpernickel. Neues Rezept. Mhm. Naja. Der Hunger treibt es rein. Oh mein Gott. Was mache ich hier eigentlich? Ich freue mich schon gleich auf den Nachtisch und zum Nachtisch wird es noch ein paar Beeren geben. Mhm. Ich esse jetzt mal in Ruhe meinen Teller auf und genau, ich werde ordentlich nachspülen. A few moments later. So, jetzt gibt es eine kleine Runde Netflix und Chill. Ich weiß zwar noch überhaupt gar nicht, was ich gucken soll. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr irgendwie eine Serie oder so, die ihr immer guckt? Also ich bin ja überhaupt nicht so der Serientyp. Hey Mäuse! Was macht ihr da? Habt ihr euch getüsiert? Ja, wie gesagt. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine schwarzen Katzenpfötchen essen. Mhm. Und dann noch ein bisschen Netflix. Und Abendbrot muss ich noch mal überlegen, was ich da mache. Die Aubergine ist ja nun alle. Kassenbrötchen habe ich noch. Und Pumpernickel. Ach so, ich habe ja noch meine Beeren. Meine Beeren. Vielleicht esse ich die Beeren zum Abendbrot. 9:30 ist eigentlich ein bisschen spät fürs Abendbrot, aber hier ist gerade sowas los. Hier ist so ein Orkan. Mir ist gerade der halbe Balkon weggeflogen irgendwie. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Wenn ich zeigen will, ist es natürlich weg. Ja, ich mache jetzt hier die Schotten dicht und werde mein Abendbrot machen. Mein super tolles Abendbrot sieht wie folgt aus. Schwarze Beeren, also wieder mal alle rausgesucht. Cola. Und zum Nachtisch gibt es das, was ich mir aus den Süßigkeiten immer als letztes da lasse oder was eigentlich immer überbleibt. Diese Lakritzschnecken. Ich hasse sie. Aber zum Abendbrot esse ich tatsächlich lieber Beeren als dieses Pumpernickelzeug. Mir ist ungelogen den ganzen Tag schon so schlecht von diesem Mist. Also ich fand es wirklich richtig eklig. Also schwarzes Essen, muss ich auch sagen, ist wirklich schwer. Ich habe jetzt nichts weiter gefunden, außer das, was ihr halt im Video gesehen habt. Falls ich was vergessen habe, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Was euch noch eingefallen wäre. Mir ist definitiv nichts mehr eingefallen. Ja, damit verabschiede ich mich auch schon. Falls ihr nochmal so ein Video sehen wollt oder nochmal eine andere Farbe, vielleicht wo ein bisschen mehr Auswahl ist, könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Ja, oder lasst einfach einen Daumen nach oben für das Video da. Dann würde ich nochmal so eine Farbchallenge machen. Ich würde ja gerne, glaube ich, hatte ich schon mal rosa? Nee, ich hatte grün und ich weiß jetzt gar nicht. Grün und noch irgendwas. Weiß kann ich mir auch richtig cool vorstellen. Genau, haut das mal in die Kommentare und dann freue ich mich auf nächstes Mal. Ja, hier jetzt nochmal fürs Video. Komm her. So eine ekelhafte Lakritzschnecke. Und damit verabschiede ich mich jetzt und bin so froh, dass ich jetzt mit diesen schwarzen Sachen durch bin.